Hallo zusammen. Wir vom Verein Kalkwerk möchten euch unser Projekt Kalkbrand 2020 vorstellen. Diesen Sommer werden wir hier in der Cerchera Stella erneut Kalk brennen. Johannes, erklärst du uns, wie man Kalk brennt? Für den Kalkbrand hier in Suren benötigen wir 15 Tonnen rohe Kalksteine, ungefähr 60 Stär Holz und ungefähr eine Brandzeit von 6 bis 7 Tage. Wir sortieren die Kalksteine je nach Größe vor dem Ofen. Dann beginnen wir, die Kalksteine im Ofen einzumauern. Wir achten darauf, dass wir genug Luftkanäle haben, damit eine gute Luftzirkulation im Kalkofen gewährleistet ist. Wenn wir mit dem Gewölbe fertig sind, bauen wir Holzstämme in der Steinmasse rein, damit die dann während dem Brand ausbrennen und da Kamine entstehen. Beim Brennen ist es wichtig, ständig Holz nachzulegen, damit die Temperatur langsam ansteigt und die Feuchtigkeit aus den Steinen entweicht. Am zweiten Tag wird dann ein Lehmdeckel erstellt, damit die Temperatur im Ofen drin bleibt. Die Hitze im Ofen wird ständig kontrolliert, bis man eine Temperatur von 1000 Grad erreicht hat. Gegen Schluss des Brandes entnimmt man einen Stein, um zu schauen, ob es durchgebrannt ist. Die grauen Kalksteine sind jetzt weiß geworden und wir haben Brandkalk. Quando ci sono tanti, noi cominciamo a fare sgraffito e da spela a una delle più interessate per il materiale vecchio. A me fascinante lavorare con Celcina perché sono libero di fare svesse le mie smolte e di fare da pitturare con la Celcina. Per conoscere loro il materiale del stato naturale fino a essere pronto per lavorare, noi cominciamo a dare svesse a Celcina e per cui venire avanti da darder per c'è qua in Val. Das Naturprodukt Kalk hat eine reichhaltige baukulturelle Vergangenheit, die man noch heutzutage an der Landschaft ablesen kann, anhand von den historischen Gebäuden, anhand von den zum Teil verfallenen Kalköfen, die es überall auf der Welt gibt, und an Ortsnamen, die an das alte Wissen erinnern, wie zum Beispiel Offenpass oder Kalkbreite. Beim Kalkbrand den Sommer in Surenda senkt, sehe ich ein grosses Potenzial an dem grossen Lagerfeuer, wo alle kalkinteressierten Menschen zusammenfinden und können austauschen können. Und so vielleicht neue Ideen entstehen, auch für andere Regionen, um die Kalkkultur wieder zu beleben. Wir haben den Kalkofen vor 2 Jahren saniert mit dem Johannes Wetzel. Eine wunderbare Zusammenarbeit an dem Ort, wo jetzt auch der zweite Brand dann wird stattfinden. Wir haben im Nachklang von dieser archaischen Erfahrung von diesen Bränden, haben wir ein Buch gemacht, Cerchera, Kalk in Transformation. In diesem Buch erlebt man mit einem interdisziplinären Zugang auch auf das Thema Kalk. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass der Kalk wahrscheinlich eines der ganz elementaren Materialien ist, Kalk und seine Verarbeitung, wo wir wieder ins Bewusstsein zurückholen müssen, um die Traditionen, die Baukultur hier im Unterengadin in eine Zukunft führen. Handwerk ist gefährdet. Immer wie mehr Handwerk sind vom Aussterben bedroht. Wenn man vergleicht mit den letzten 50 Jahren, sind mehr als 50% der Handwerk ganz still verschwunden. Know-how, wo man nicht mehr so zurückholen kann. Das Brennen von Kalk bedingt sehr viel Erfahrung und ist ein ideales Beispiel, wie Handwerk verbindet, Know-how zusammenbringt und Basis für weitere Handwerk ist. Es ist eine Kultur, eine Diversität mit sehr viel Tiefe und ein Produzent von nachhaltigen Materialien. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Nous sommes allegrés de votre visite. Wir freuen uns auf euren Besuch und auf Wiedersehen.